viele Menschen sagen, ja, wie gestört das ist, was wir hier machen, wie gefährlich und wie kann man mit seinem Leben so fahrlässig umgehen. Das hier hinter mir ist die Start- und Zielgerade und die Boxengasse der Isle of Man Tourist Trophy. Das ist ein Motorradrennen auf der Isle of Man, einer kleinen Insel in der irischen See. Und dieses Rennen gilt als gefährlichstes Motorradrennen der Welt. Warum? Naja, schaut euch mal die Bilder an. Ihr seht schon, das Rennen findet auf öffentlichen Straßen statt und das bedeutet mit 200 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit über enge Landstraßen und durch kleine Dörfer. Jeder, der mal Videos davon gesehen hat, fragt sich, warum machen die Fahrer das? Jedes Jahr sterben hier Rennfahrer, im letzten Jahr waren es 4. Und einer, der trotz des Risikos hier mitfährt, ist Julian Trummer, 28, aus Österreich und den dürfen wir in seiner Rennwoche begleiten. Das ist ein Fahrerlager. Hier sind die ganzen Teams aufgestellt und wir suchen jetzt mal das Team von Julian. Servus, hallo. Julian macht gerade noch ein bisschen Meet and Greet. Julian, wir lösen direkt ab. Hallo. Das ist der Julian. Und du fährst hier. Ich habe gerade schon gesehen, sind das beides deine Bikes? Genau, die zwei blauen. Bist du der einzige Fahrer von dem Team? Ja, ich habe eigentlich einen Teamkollegen und der ist im ersten Rennen schon schwer verunglückt. Der ist okay. Ja. Ich habe nur ein paar gebrochene Rückenwirbel, aber. Nur ein paar gebrochene Rückenwirbel? Das Bike ist komplett niedergebrannt, ne? Und es hat heftig ausgeschaut. Also, es war nicht schön anzuschauen. Ne? Okay, jetzt sind wir schon ziemlich hart eingestiegen. Ja. Was ist denn das Ziel für die Woche? Nicht sterben. Nein. Schwierig zu sagen. Es ist jetzt wirklich, dadurch, dass wir so wenig Trainingssession haben, es ist vieles möglich. Ne? Man darf hier nichts probieren. Du darfst nicht probieren, eben irgendwas zu erzwingen. Hier bin ich bei Tempo weit über 200, jetzt in Hausmauern. Und da ist eben null Toleranz für irgendwelche Spielchen. Attention Paddock, I've decided to call this afternoon off. The roads all around the course are very wet, standing water in most places. Thank you. Control. Ja, das ist so ein bisschen die Ansage der Woche. Die meisten Trainings sind bis jetzt ausgefallen, weil einfach das Wetter zu schlecht ist. Und das ist tatsächlich vor allem für Julian ein Problem, weil der dieses Jahr zum ersten Mal bei den ganz Großen mit den ganz großen Maschinen mitfährt und da einfach noch nicht viel Erfahrung auf der Strecke hat. Und für den ist das total übel, dass der jetzt sozusagen nicht die Erfahrung sammeln kann, die er eigentlich braucht, um am Rennen teilzunehmen. Das ist mein Papa. Ach, guck. Hallo. Hallo. Papa, meine Mama. Hallo. Kleine Patchwork-Family. Das ist dein bester Freund. Hi. Das ist dein erstes Mal, ne? Genau. Ja, schon erzählt. Nicht die Reaktion auf Facebook. Ja. Gucken wir mal, ob wir das eingefangen kriegen. So, ihr seht es. Das Wetter ist fantastisch. Und tatsächlich finden heute auch die Trainings statt, so wie es aussieht. Julian nutzt die Chance, jetzt nochmal mit der Family an die Strecke ranzugehen und sich das anzugucken. Und wir werden dann mit der Familie da bleiben, wenn er zurück zum Trainieren geht. Was geht euch jetzt so kurz vorher durch den Kopf? Hoffentlich geht alles gut. Das ist der immer, Hauptgedanke, ja. Wahrscheinlich, ne? Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass ihr das seht, ne? Also gewöhnt man sich da dran oder ist das jedes Mal? Nee. Diese extremen Sorgen, die wir anfangs hatten, die flauen etwas ab, aber wenn du dann wieder live dabei bist, kommt das alles wieder hoch. Ja, ist heftig. Aber er schafft das. Es ist der erste Renntag, das Wetter ist fantastisch und ihr seht's, Julian wird heute auf die Strecke gehen. Die Frage ist, wie wird es ihm dabei ergehen, weil so gut waren die Vorbereitungen nicht, er war auch nicht zufrieden. Werden wir sehen. See you later. Oh, fuck.
Bist du immer der Letzte, der hier unten bleibt? Ja. Ich hasse es oben. Ja. Da ist jetzt so viel Wirbel und die Startaufstellung ist dann schon schlimm genug. Weißt du, so viel Lärm, die ganzen Motoren dann aufheizen, Helikopter, machst die. Also bei mir ist immer so eine Viertelstunde vorher oder so 10 Minuten vorher Helm auf, dann wird die Welt klein und dann irgendwie, als würdest du alles sagen, quasi Familie weg, Freunde weg, Job weg, Alltag weg, dass du dann nur mehr, weißt du, aufs Bike konzentrierst, gell? Und dann merke ich irgendwann für mich so, passt. So, Julian zieht sich jetzt um, es sind noch ungefähr 20 Minuten bis zum Rennen. Und dann jetzt lassen wir ihn auch, glaube ich, so weitgehend in Ruhe, gehen dann mit ihm zusammen hoch. Wir stehen jetzt hier in der Startlinie, ab hier dürfen wir nicht mehr filmen, wegen der Lizenzen. Aber Julian kommt jetzt gleich an den Start und dann geht's für ihn ins Rennen. So, Julian ist als nächster dran. Ja, geht's auf. Passiert ist oder wer gestürzt ist. Ich gehe jetzt auch mal zurück in die Parkfirm, da wo die vorgelagerte Boxengasse ist. Und dann immer das Ungewisse. Was war, bei wem? Ja, ja. Vielleicht war es nur eine Kleinigkeit, machst du nur einen Hund auf die Straße rennen, ne? Ja. Da jetzt nicht runterbringen oder irgend sowas. Muss ja nichts Schlimmes sein, ne? Aber also wir haben jetzt gerade gehört, der Teamchef hat gesagt, er geht davon aus, dass es einen großen Crash gab. Wir wissen aber, dass Julian okay ist, weil der tatsächlich auf dem Motorrad eine Handynummer hat. Die muss er anrufen, sobald er, also sobald es eine rote Flagge gibt und er stehen bleibt, damit das Team weiß, er ist okay. Also es ist jetzt mittlerweile raus, dass bei dem Crash, der zu dem Rennabbruch heute Vormittag geführt hat, ein Fahrer gestorben ist, 27-Jähriger mit Frau und kleinem Kind und so. Das ist schon irgendwie echt heftig. Und gleichzeitig läuft halt hier der Rennbetrieb weiter, als wäre nichts gewesen, weil das hier irgendwie so zur Normalität dazu gehört. Schon strange irgendwie. Und kanntest du den? Also hier kennst du vom Sehen. Gibt einem das ein anderes Gefühl, wenn man jetzt so... Also blöd ist, aber es ändert nichts, gell? Oder es ist ja nicht so, dass man... Schockierend, aber... Es überrascht mich. Es überrascht nicht, ja. Ja, ich dachte auch gerade, als wir so durchgelaufen sind, irgendwie normalerweise, also wenn man nichts damit zu tun hat, ist es so eine krasse Nachricht. Aber hier gehört das halt so sehr dazu. Und wir haben alle da, also ich, auch ich, in der, jetzt in der Planung des Ganzen, ja, war mir ja klar, das wird ziemlich sicher passieren, weil das jedes Jahr passiert. Ja. Schon tragisch, ja, aber geht es ist wie sie geht normal weiter, ne? Ja. Ja, also das ist, kannst du nicht ändern. Ihr erahnt es wahrscheinlich schon, das Wetter ist heute zu schlecht, um Rennen zu fahren. Für uns ist es aber eine ganz gute Gelegenheit, uns mal in Ruhe abseits mit Julian zu unterhalten. So, was an der TT ist es, was dich so fasziniert, dass du sagst, dem widme ich zumindest gerade mein Leben. Also viele Menschen sagen ja, wie gestört das ist, was wir hier machen, wie gefährlich und wie kann man mit seinem Leben so fahrlässig umgehen.
Aber ich sehe es immer so ein bisschen anders. Ich sage immer, wie wenig Menschen gibt es auf dem Planeten, die eine Leidenschaft haben, für die sie bereit sind, alles zu riskieren, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Und du glaubst, auch, also sozusagen genau dieses Risiko, das hier ist, ist das, was es ausmacht? Für mich ist es wirklich die Perfektion vom Rennenfahren. Die absolute Perfektion, so wie vom Start, du weißt, jetzt muss alles passen. Du darfst dir wirklich nicht den allerkleinsten Fehler erlauben. Und es stimmt hier wirklich, ich hatte schon Momente, Ideallinie, um einige Zentimeter zu verfehlen, kann hier wirklich das Ende bedeuten. Und für mich ist der Reiz eben, das abrufen zu können, zu funktionieren und dass man quasi hier der Lage bleibt. Und das in Verbindung dann vielleicht, wenn man wirklich ein gutes Rennen hat, wo man pusht, wo man sich schnell fühlt, wo man wirklich an der Grenze ist und dann vielleicht noch nach Hause kommt mit einem guten Ergebnis, das Gefühl ist dann unbezahlbar. Und so blöd klingt, aber man fühlt sich so, wie man so schön sagt, unsterblich. Es kann einem nichts passieren. Und das ist, wahrscheinlich einfach, es ist wie eine Droge in Wahrheit, nichts anderes. Und nach dem wird man süchtig, ganz sicher. Jetzt am Freitag steht ja quasi die Senior TT an. Das ist der Höhepunkt der Woche, das wichtigste Rennen. Was bedeutet dir das eigentlich? Senior TT ist das größte Rennen der Woche, das letzte Rennen der Woche, das Rennen, an das sich alle erinnern. Und das ist für mich dann quasi, glaube ich, so wirklich das Bewusstwerden von dem Kindheitstraum, dass ich es, sage ich mal, hierher geschafft habe. Nachdem das Wetter jetzt hier tagelang die Rennen verhindert hat, ist heute endlich gutes Wetter und Renntag. Und es sieht sehr so aus, als würden wir heute starten. Julian macht jetzt erstmal eine Runde Training auf dem großen Bike, was ziemlich wichtig ist, weil er erstens heute noch ein Rennen mit dem großen Bike hat und dann vor allem morgen die Senior TT, das wichtigste Rennen der Woche. Glücksbringer? Na, Hundemarke mit Blutgruppe, falls ich einen Unfall habe. Wirklich? Haben die alle? Ja, Vorschrift. Name und Blutgruppe. Völlig geisteskrank, wie schnell wir sind. Was ich echt cool finde, ist, dass das Team von Julian ihm wirklich überhaupt gar keinen Druck macht. Auch wenn er unzufrieden ist, sagen die immer, nee, ach komm, passt schon. Und wir sagen halt, Hauptsache, ne, du kommst sicher zurück. Papa scheint auf jeden Fall mit Zeit und Geschwindigkeit zufrieden zu sein. Ich glaube, das war eine ganz gute Runde und eine ganz gute Vorbereitung auf die Senior TT morgen. Während Julian sich heute Abend noch ein bisschen entspannt vor dem großen Rennen morgen, bauen die Jungs hier das komplette Motorrad auseinander, machen Ölwechsel. Also es wird quasi mehr oder weniger General überholt, sodass das morgen wieder im Einsatzzustand ist. So, wer glaubt, dass Julian jetzt am Abend vom großen Rennen nach Hause geht und Müsli isst, ist schief gewickelt. Es ist Guinness O'Clock. So, jetzt geht's los. 6 Runden. 2 Stunden Vollgas. Also es ist völlig, völlig absurd, was das für eine Distanz ist, wenn man sich das mal irgendwie klar macht. Also 360 Kilometer Vollgas. Wie weit ist das? So von Köln bis Stuttgart kannst du fahren. Aber halt über Landstraße in 2 Stunden. Momentan ist Julian auf Position 23 von 70. Das ist schon ziemlich ordentlich. Also jetzt, nachdem Julian 5 Runden
geschafft hat und richtig schnell unterwegs ist auf der letzten Runde. Das Gefühl geht gerade von, man macht sich irgendwie Sorgen, schafft er das, zu hoffentlich kriegt er eine gute Platzierung. Mega, 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 gratuliere. Wenn es sonst nicht vergessen und wir wieder auf Fenster gehen. Man merkt irgendwie, das Rennen geht auch nicht so spurlos an dir vorbei. Wie fühlst du dich jetzt mit dem 21. Platz Senior TT? Ja, sag absolut zufrieden für die zwei Wochen, die wir jetzt gehabt haben, mit dem wenig Training, mit den ganzen Wetterbedingungen. Hauptsache, es hat heute Spaß gemacht. Zum Glück 6 Runden Rennen, alles in Sitzen geblieben. Es hat keinen einzigen Zwischenfall gegeben. Rundenzeit hat auch also super gepasst. Ne? Und das war ein Lehrjahr und nächstes Jahr kommen wir zurück und dann arbeiten wir daran, dass die Zeiten schneller werden. Alles klar, Julian. Danke. Danke, dass wir dabei sein durften. Danke. Mega cool. Danke. Ich glaube, nach einer Woche TT kann ich sagen, ich verstehe ein bisschen, was den Reiz dieser Veranstaltung ausmacht. Für die Zuschauer ist es Motorsport zum Anfassen, wo sonst kommt man noch so nah an die Strecke ran oder kann sich einfach mit den Fahrern unterhalten. Und für die Fahrer ist es Motorsport in Reinform, den es eigentlich nur noch an diesem Ort gibt. Hier gehen sie an die Grenzen des Machbaren und leider manchmal auch darüber hinaus. Ich selbst würde mich das nie trauen, aber ich glaube, man kann hier schon lernen, dass man für die Erfüllung seiner Träume manchmal auch Risiken eingehen muss. Wenn ihr noch Fragen an Julian habt, dann schaut doch mal in die Infobox. Da gibt es unseren WhatsApp-Service. Da könnt ihr sie stellen und kriegt dann auch Antworten. Und wir, würde ich sagen, sehen uns beim nächsten Mal.